Wegen dieser Ereignisse Silvester am Hauptbahnhof, habt ihr ja mitgekriegt, ne? Diese ganzen Typen. Und da hat die Henriette Reker, unsere Oberbürgermeisterin, ja gesagt, das hilft, genau, na, machen Sie es nochmal, eine Armeslänge Abstand. Haben Sie das schon mal probiert? Am Bahnhof, wenn Sie links einen Rollkoffer haben und rechts eine Handtasche? Ne? Ich habe das versucht mit der Handtasche, die war so schwer, der Rollkoffer ging ja gar nicht. Ich habe die Handtasche immer so hochgehoben, bin so über den Bahnhof marschiert. Ne? Da wussten die Leute nie, bin ich jetzt Nazi oder Garderobenständer. Ne, total bekloppt. Ich sag mal, weißt du, wobei, ich habe mich letztens selber ertappt mit der Armeslänge Abstand. Da wusste ich endlich, was die Henriette Reker meinte. Altersweitsicht. Wobei, ich finde auch, die Politik wird immer bekloppter. Ne? Auch jetzt dieses ganze Theater mit dem Böhmermann und der Erdogan ist beleidigt. Ja, beleidigt wegen so einer Tatsachen ja zum Teil. Ne? Und ich habe mir auch schon mal überlegt, wenn du mal an früher denkst, ja, wenn ich so jetzt auch gerade diese ganzen korrupten Säcke von der FIFA und so... Da fehlt mir irgendwie Berlusconi. Ne, Bunga, Bunga, Berlusconi. Ne, die Älteren hier erinnern sich noch. Ne, wenn der Böhmermann dem zum Beispiel gesagt hätte, Berlusconi missbraucht junge Mädchen, der wäre nicht beleidigt gewesen, der wäre stolz. Na gut, der Böhmermann wäre jetzt mit ein paar Betonschuhen in irgendeinem italienischen See, gut. Ich das schon, aber stolz wäre der gewesen, wobei ich mich oft gefragt habe, nicht bei diesem ganzen Berlusconi, da hat auch nie damals einer mal diese jungen Frauen gefragt, wie die das eigentlich finden. Weil ich meine, ey, welche junge Frau auf der ganzen Welt steht auf so einem alten, faltigen Sack? Außer Sarah Wagenknecht. Ja, ist doch so. Nee, also, Politik, es ist furchtbar. Ich bin wirklich froh, dass ich ja meinen Frank habe. Wir haben es ja vorhin schon erzählt. Ich habe ja wirklich einen. Und wir leben auch zusammen. Und wie, ihr habt mich ja jetzt ein bisschen kennengelernt. Also es ist natürlich bei uns auch wirklich so, der Humor hält uns zusammen. Also auch sexuell gesehen. Ja, ist ja so, wenn man älter wird, ne? Man lacht ja auch viel. Ne? Und weißt du, der Frank und ich, wir sind halt nicht so das perfekte Paar. Es gibt ja immer... so perfekte Paare im Bekanntenkreis. Ne? Also zum Beispiel bei uns jetzt Sandra und Thomas. Wie beschreibst du die? Ich sag mal, Thomas ist so ein Mann, wenn der Löcher in seinen Socken hat, dann hat der Hilfinger die da reingestickt. Ja, und die Sandra, die steht am Herd, die kocht ein Drei-Gänge-Menü, die sieht super aus dabei. Die sieht wahrscheinlich schon super aus, wenn sie morgens aus dem Bett kommt. Ist wahrscheinlich super im Bett. Ich krieg nicht mal eins davon hin. Ja, nee, das ist aber gar kein Fishing for Compliments, das ist Realität. Nee, wirklich, ich habe letztens noch, da hat der Frank zu mir gesagt, Andrea, du bist so schlecht im Bett, das musst du erlebt haben. Nee, weißt du, das liegt daran, dass ich einfach zu faul bin mittlerweile. Nee, weißt du, bei diesem Sex, da muss man sich mal bewegen und so und da. Ich lese lieber. Ich bin nicht allein, Mils, oder? Ne? Weißt du, manchmal, da gibt es Tage, da würde ich am liebsten sagen, mein Gott, Frank, fang schon mal alleine an, du weißt, wo alles ist. Dankeschön!